Kultur und Kitsch, das liegt oft nah beieinander. Gerade in touristisch geprägten Regionen ist die Versuchung groß, allen möglichen geschmacklosen und dem westlichen Geschmack angepassten Tand auf den Markt zu schmeißen. Das verramscht die nationale Kultur. Aber wer ist schon bereit, für ein qualitativ hochwertiges Mitbringsel viel Geld auszugeben? Doch nicht wir Europäer. Hier im kirgisischen Osh stemmt sich ein Künstler gegen diesen Trend und drängt mit echten Premiumprodukten auf den Markt. Ich bin Künstler, Maler. Ich heiße Arslanbek. Ich wohne in Stadt Osh, in Südkirgisistan. Wir möchten in erster Linie die alten Traditionen der Volkskunst bewahren und sie mit einer Art frischer Interpretation auf Weltniveau bringen. Unsere Großmütter und Urgroßmütter haben in ihren Dörfern weit in den Bergen ohne jegliche künstlerische Ausbildung quasi von Natur aus große Werke geschaffen. Diese Kunst war in der Kultur des Volkes integriert und wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Конечно, если наши бабушки там прабабушки без никакого образования все это делали. Unsere Vorfahren haben ihre Kunst ohne Ausbildung kreiert. Wir sind ausgebildete Künstler und kennen die Regeln der Komposition. Zum Beispiel, wie man Farben richtig kombiniert. Wir arbeiten also vor allem am Detail und an der Qualität der Werke. Мы стараемся именно больше обратить на качество создаваемых изделий. Auf dem Basar mag zwar die Produktion günstiger sein, aber die Qualität ist auch geringer. Hier finden Sie Unikate, die von Künstlern designt wurden. Letzten Herbst 2016 hat Kirgisistan die zweiten Weltspiele der Nomaden organisiert. Alle in Kirgisistan haben verstanden, dass wir gerade mit unserer Volkskunst dem Land zu Glanz und einer gewissen Bekanntheit verhelfen können. Gerade deshalb gibt es so eine Art Wiedergeburt unserer alten Traditionen.